In den Stunden des Ekels. Immer half mir diese Forderung an mich selber. Beobachte, studiere, präge dir ein, was geschieht. Morgen sieht es schon anders aus. Morgen fühlst du es schon anders. Halte fest, wie es eben jetzt sich kundgibt und wirkt. Viktor Klemperer, LTI, LTI. Gestern Abend noch dieser Text aus der Kulturform der Antike, wie ich sagen würde, auf der anderen Seite dieses Schweigens von Timothy Radcliffe, einem Dominikaner, Pater. Hier fanden wir ein Gedächtnis in der Eucharistie, das zu ertragen möglich machte, was wir gesehen hatten. Und welche Worte wir auch immer sprechen könnten, sie wären auf der anderen Seite dieses Schweigens. Die Frage wäre jetzt für mich, gibt es solche Texte auch aus der Kulturform der Moderne, wie das von Timothy Radcliffe von den Dominikanern? Mir kommen eben nur diese Texte, die alten Texte, eben wie Viktor Klemperer etc. in den Sinn. Aber aktuelle Texte. Doch, doch, mir wurden ja immer wieder Sachen zugeschickt, Diaphanes Verlag. Also wenn ich Professor an einer Universität wäre, würde ich, glaube ich, eine solche Bibliothek zusammenstellen von Texten aus der eigenen Kulturform, die kritisieren können, was aktuell gerade verbrochen wird. Bin ich aber nicht und will es nicht sein. Und ich finde solche Sachen hier. Oder jetzt, was ich am Machen bin mit dem Q10 2014.xyz. Oder der Autarkie-Index. Oder die Fiasco da Buglione. Ey, also das nächste große Ding, das war der Satz. Das nächste große Ding. Viele kleine Dinge. Tönt im Englischen ein bisschen besser, aber ich glaube, es wird verstanden, was damit gemeint sein könnte. Das ist wiki.dienstag.ch am 12. April 2022. Gleich geht's los mit Livestreams. Ciao.